Hallo Leute, willkommen auf meinem Kanal Sonnenenergie. Mein Name ist Waldemar. Heute kommt ein sehr gefragtes Video. Viele Kommentare haben mich angeschrieben, wollten zweites Teil haben vom Grafana Multiversion, wo man mehrere Geräte anschließen kann. So, in diesem Video geht's weiter, oder sage ich mal Erweiterung von dem ersten Video. Das erste Video könnt ihr in der Beschreibung finden oder jetzt hier oben in die Ecke. So, bevor Sie das erste Video nicht gemacht haben, können Sie das zweite nicht anfangen. Und jetzt fangen wir an. Als erstes brauchen wir auch eine PDF-Datei von Solaranzeige. Die tue ich auch in die Kommentare verlinken oder in Videobeschreibung. Jetzt können wir starten. So, als erstes gucken wir uns das mal an. Die PDF-Datei, hier stehen unsere Links, die wir eingeben müssen. Ihr könnt ihr das einfach so kopieren mit der Maus und dann tun wir das später einfügen. Wir brauchen ein PuTTY-Programm, die ihr noch von dem ersten Video kennt. Eigentlich in der Anleitung steht alles drin, aber ich zeige das ja visuell, weil das sehr oft einfacher ist. Hier diese Code ist für die USB auslesen. Kopieren wir. Machen unser PuTTY jetzt auf. Geben Pi als Login und Solaranzeige Passwort. So, wenn wir jetzt rechte Maustaste drücken, wird sie hier automatisch eingefügt. Und ihr seht, ich habe hier meine USB-Geräte. Vier Geräte stecken jetzt drin in der Raspberry. Als nächstes kopieren wir hier das. Wir haben eine USA-Datei, die ist in Raspberry drin. Die müssen wir jetzt öfter mal kopieren für eine Multiregler-Version. Also machen wir das jetzt viermal, weil ich vier Geräte habe und tue die gleich richtig benennen. Also ich benenne einfach 1, 2, 3, 4, ohne jetzt groß Namen zu schreiben oder sowas. Das macht nur komplizierter die Sache. So, alles kopiert. So, als nächstes müssen wir hier das kopieren. Und wir müssen das in die Multi-Version ändern, so wie auf den Bildern zu sehen ist. So. Dann gehen wir hier drauf. Ich tue das ja Video auch jetzt für mich selber aufnehmen, weil in einem Monat habe ich das wieder vergessen, so wie das ist. So, jetzt tun wir das abspeichern. So, zweiter Schritt haben wir auch gemacht. So, jetzt dritter Schritt. Das ist eine Datenbank. So, steht hier auch drin.
schreiben als erstes Influx und Eingabetaste. So, als zweites schreiben wir hier Create Database, bla bla bla, und dann halt Solaranzeige 1, also erster Inverter. Und ich wiederhole das auch viermal, damit wir vier Datenbänke haben für alle vier Inverter. Und mit Quit gehen wir raus. So, dritter Schritt ist fertig. Jetzt weiß Raspberry, dass wir schon vier Geräte haben und auch vier benutzen wollen. So, jetzt müssen wir in jede Config-Datei reingehen. Also, ja. Profil 1, Profil 2, Profil 3 und Profil 4. Und wir müssen die alle ändern. Also hier dann müssen wir jetzt in Wert eingeben. Zahl. Ja, in meinem Fall habe ich drei gleiche Inverter und einer ist anders. Und in eurem Fall kann es sein, dass es vielleicht zwei MPPT ist. Zwei Wechselrichter, das ist Schnupper, ihr müsst nur richtige Zahl auswählen. Und als nächstes müsst ihr auch Gerätenummer schreiben, nicht vergessen. Also Profil 1 ist Gerätnummer 1, Profil 2 ist Gerätnummer 2. So, und als nächstes müssen wir hier USB eintippen, welche USB das Gerät hat oder welche Nummer. In meinem Fall, ich habe das ja euch vorher gezeigt, das schreibe ich einfach jetzt hier rein. Erste Gerät mit 0 bei mir und dann abspeichern. So. Nächste Profil. Dasselbe Spiel. Gerätenummer auswählen. Gerätnummer, das ist dann jetzt in dem Fall 1. Dann schreibe ich hier auch noch nicht vergessen, Solaranzeige auch. Genau hier müsst ihr das ändern. So, und dann ganz runter wieder zu USB. Also in dem Menü muss man nur vier Punkte oder drei sogar ändern. Vier, ja. So, jetzt schreibe ich nochmal das USB hier rein. In eurem Fall ist das vielleicht ein anderer Name. Das habe ich ja vorher gezeigt. Ich zeige euch gleich nochmal, wo ihr das ablesen könnt, welche Geräte welche USB haben. So, jetzt gucken wir gleich mal, ich zeige euch das. Hier seht ihr, das sind bei mir vier Geräte. Und die USB muss ich überall eingeben. Profil 1, 2, 3, 4. So, in eurem Fall kann es sein, dass da was anders steht. Oder andere Buchstaben. Genau die müsst ihr reinschreiben, was bei euch steht. Nächstes Spiel. Dasselbe. Gerät bleibt. Gerät Nummer 3 schreiben. So, dann Solaranzeige 3 schreiben. Und als nächstes USB ändern. So, dasselbe Spiel. USB-Nummer reinschreiben. Alles abspeichern. So, und jetzt muss ich den vierten Gerät USB reinschreiben auch. Das ist jetzt andere Gerät. Da muss ich auch die Zahl ändern. So, dann gehen wir hier runter. Das ist bei mir Nummer 59 in dem Fall.
Das gebe ich gleich hier ein. Hier. So, dann Gerät Nummer 4. So, dann muss ich noch Solaranzeige Nummer 4 reinschreiben. Und dann USB auch reinschreiben. Das muss gleich richtig hier stehen. Für Multi-Version, Multi-Regler-Version. So, USB reinschreiben und das war's. Dann auch abspeichern und in dem Fall halt beenden. Und in dem Punkt sind wir jetzt durch. Als nächstes gucken wir gerade. So, ich zeige euch hier, das sind die 4 USB-Geräte. So. Jetzt haben wir den nächsten Schritt hier. Das sind die Logdatei. Jetzt gucken wir, ob unser Raspberry richtig kommuniziert mit den Inverter. Wir kopieren das, gehen nach vorne und schreiben sudo nano. So, jetzt haben wir hier ganz Logdatei, jetzt müssen wir ganz runter. Um ganz runter zu kommen, ja, müssen wir immer STRG drücken, Buchstabe W, dann STRG Buchstabe T und STRG Buchstabe V. Und dann sind wir direkt unten. Und jetzt können wir hier direkt ablesen, erste Inverter, zweite, dritte und vierte. Überall ist alles wunderbar, erfolgreich, alles erfolgreich. Genau, alles erfolgreich. So, vom 1 bis 4. Ja, jetzt gehen wir weiter. Das heißt, wir sind in dem Raspberry fertig. Jetzt kommen wir zur Grafana-Darstellung. Hier müssen wir als erstes in den Admin-Bereich reingehen. Schreiben wir Admin, Passwort Solaranzeige. Ja, jetzt haben wir hier einen Inverter drin. Jetzt müssen wir uns hier unsere Database auch aktivieren. 4 Inverter. So, dann zeige ich euch mal gerade hier. Das steht hier auch drin. Wir brauchen diese IP-Nummer. Das müssen wir kopieren. Weil wir müssen das überall eingeben gleich. So, wir öffnen eine neue Influx-Datei. So, und müssen das hier jetzt eingeben. Schreiben unseren Namen Solaranzeige 1. Dann geben wir IP-Adresse. Hier schreiben wir nochmal Solaranzeige 1. Und dann auf Save. Und dann muss das hier grün sein. Ah, wir haben gelb. Habe ich irgendwas falsch eingetippt? Ah, hier habe ich Leerzeile. So, nochmal löschen, korrigieren, ohne Leerzeile. Okay, dann nochmal speichern. Ja, grün, wunderbar. So geht's weiter jetzt. Sehen wir hier, Solaranzeige 1 steht, wunderbar. Jetzt noch dreimal dasselbe. Schreiben wir Solaranzeige 2. Nochmal IP-Adresse richtig eingeben, bei Namen hier nochmal Solaranzeige 2 und nochmal abspeichern. Grün, wunderbar,
weiter geht's. So, nächste. Solaranzeige 3. Dann nochmal Base, IP-Adresse. Nochmal Solaranzeige 3, speichern. Und auch grün, super, wunderbar. Steht hier auch alles super. Jetzt brauchen wir noch vierte. Jetzt hat sich was eröffnet, natürlich ändern. So, schreibe Solaranzeige 4. Nochmal IP-Adresse. Hier unten auch Solaranzeige 4, speichern. Super, das hat alles wunderbar geklappt. Ich hoffe bei euch auch. Wir sehen vier Geräte, wunderbar. Jetzt gehen wir in die Darstellung. Öffnen unsere ein Gerät und jetzt können wir hier stundenlang Zeit vergeuden, aber das könnt ihr dann ohne mich machen. Ich zeige euch nur paar Tricks und dann könnt ihr weiter selber basteln. So, man kann hier jetzt neues eröffnen, neues Slot, oder man kann die alten einfach duplizieren und ändern. Das ist, wie ihr Lust habt. Ich ändere einfach jetzt hier die Teile und fertig. Wenn ich irgendwas nicht brauche, kann ich das einfach löschen, ändern, bearbeiten, alles Mögliche. Ich lösche jetzt das oben, die Spitzenleistung, die brauche ich jetzt nicht. So. So, jetzt muss ich hier Solaranzeige 1 hier. Und jetzt kopiere ich das viermal, weil ich habe ja vier Geräte. Jetzt muss ich die alle hier ändern und dann muss ich hier oben auf Mixed gehen. Genau, so, und jetzt kann ich hier 2 auswählen, dann 3 auswählen und Nummer 4 auswählen. So, jetzt habe ich hier 4 Geräte, wo eigentlich anzeigen müsse. Ja, die sind jetzt 2 Seiten habe ich hier, aber die Anzeige gefällt mir nicht. Die tue ich jetzt auch ändern. Zeige ich euch nochmal. So, jetzt gehe ich nochmal Editor. Dann kann man hier ein bisschen was Visuelles ändern, wie ihr Lust habt. Man kann Watt schreiben noch hinten dran, Ampere, jede Buchstabe, wie ihr Lust habt. Das findet ihr alles in der rechten Skala. So, jetzt ungefähr haben wir schon eine Darstellung. Jetzt gucken wir mal hier nochmal dasselbe Spiel, ich will hier jetzt 4 Geräte haben. Alles duplizieren hier. Wieder ändern, 1, 2, 3, 4, die Leistung, Wattzahl, alles Mögliche. Schreibe ich hier noch die Zahlen rein, 1, 2, 3, dann sind die anderen Farben drin. So, Apple. So, jetzt sehe ich hier die Geräte schon mal. Wie, ihr seht ja, ich habe 3 Geräte jetzt, wo angezeigt werden. So schwer ist das jetzt nicht, aber ich sag's ehrlich, auf erste Mal ist das alles zu kompliziert.
Und in einem Monat habe ich das auch schon vergessen und dann weiß ich auch nicht mehr, wie das geht. Dafür habe ich aber das Video, ich mache das nochmal an und gucke das nochmal. Was wir nicht brauchen, kann ich hier löschen von der alten Anzeige und kann dafür was anderes reinbasteln. Hier haben wir unsere Tagesleistung. Die wird dann hier auch in mehrere Balken angezeigt, jeden Tag eine Balke. Und da kann ich das auch jetzt alle vier Werte in eine Balke anzeigen, was wir am Tag produziert haben. Wieder dasselbe Spiel. Schreibe ich nochmal Gerät. Wenn ich jetzt die Zahlen hier reinschreibe, zeige ich euch mal gleich. So, dann habe ich hier diese Balke, die ist unterschiedlich. So, jetzt will ich das aber als eine Zahl angezeigt haben. Dann muss ich einen Kalkulator anmachen. Zeige ich nochmal. Die Zahlen muss ich auf jeden Fall löschen. So, damit wir eine Farbe kriegen. So. Seht ihr, jetzt habt ihr hier gelbe Balke, aber auch, da stehen viermal die Zahlen. Nochmal rein. Und dann gehen wir hier auf Transformer. Und dann das erste Kalkulator. So, und jetzt haben wir hier als eine Zahl. Ihr könnt das ja immer wieder wiederholen, gucken und dann seht ihr das, wie das geklickt wird. Einfach nachmachen. Aber ihr könnt euch hier austoben, wie ihr Lust habt. Hier kann man auch neue Panel aufmachen. Zum Beispiel hier Batterie. Spannung anzeigen, hier das braucht man nicht, löschen, das auch. So, jetzt brauchen wir eine schöne Darstellung für die Batterieanzeige. Hier, aha, ja. Machen wir die, nee, das ist falsch. Machen wir lieber das da. Jetzt machen wir die Hochkant. Zack. So, jetzt duplizieren wir, weil wir haben zwei, der vierte Inverter, der hat eigene Batterie mit eigener Spannung. Und der wird auch so angezeigt. Zwei verschiedene Batterien, zwei verschiedene Spannungen. So, wunderbar. So, das kann ich jetzt beschreiben. Ah, falsch eingetippt. Nochmal zurück. Ich muss das hier unten reinschreiben. Ja, kann passieren, dass man vertippen kann. Das war's auch von mir. Ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hilft euch weiter. Und ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal nochmal einschaltet. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.